Hallo Freunde, dies ist mein neuer Clip auf meiner YouTube-Plattform, die UFO-Wahrheit. Ich wurde von mehreren Plattformen im Netz, die sich mit dem Thema Grenzwissenschaften oder extraterrestrischen Intelligenzen beschäftigen, gebeten, ob ich die Aussage von Mr. Paul Hallier, dem ehemaligen kanadischen Verteidigungsminister, welche er dieses Jahr auf dem Citizen Hearing Ende April, Anfang Mai in Washington vor 40 ehemaligen Kongressabgeordneten getätigt hat, ob ich diese vom Englischen ins Deutsche übersetzen kann und gleichzeitig auch noch einsprechen kann, damit eben auch diese nervigen Untertitel wegfallen. Dem bin ich nachgekommen. Hier ist jetzt nun der Clip synchronisiert von mir. Für das Gesagte übernehme ich natürlich keine Verantwortung, weil das sind seine Worte und nicht meine. Ich habe natürlich ein bisschen die Grammatik verändert, weil die englische und die deutsche ist halt nochmal ein bisschen different, aber das ändert nichts an dem Gesagten. Dafür verbürge ich mich, dass der Inhalt natürlich vom Sinn her haargenau stimmt. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, euer EF. Achso, noch eins. Das, was jetzt kommt, ist Hardcore. Also richtig starker Tobak, okay? Bis dann, viel Spaß. Wir begrüßen nun den ehrenwerten Mr. Paul Hallier aus Kanada. Sir, Sie haben 20 Minuten Zeit. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank nochmal, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, meine Aussage zu tätigen. Und vielen Dank nochmal an Steve Bassett, für die Einladung, hier wirklich sprechen zu dürfen. Mein Name ist, wie schon gesagt, Paul Hallier. Ich bin der frühere Verteidigungsminister von Kanada. Ich war 23 Jahre lang Mitglied des Parlaments in Kanada und habe unter drei verschiedenen Regierungen gedient. In meiner Zeit als Verteidigungsminister habe ich etliche Berichte über UFO-Sichtungen vorgelegt bekommen. Leider konnte ich zu dieser Zeit diesen Berichten nicht die notwendige Aufmerksamkeit zukommen lassen. Denn gerade zu dieser Zeit wurde unter meiner Ägide die drei Säulen unserer Verteidigung, nämlich die Armee, die Marine und die Air Force, unter einem einzigen Kommando zusammengeführt, was wirklich nicht ganz einfach war. Mein Interesse für das UFO-Phänomen wurde geweckt vor circa 10 Jahren, als mir ein junger Mann aus Ottawa dazu Material zuschickte. Ich schrieb ihm zwar zurück, dass ich bestimmt die nächste Zeit nicht die Ruhe finden würde, mir das anzuschauen. Er hingegen war aber zuversichtlich, dass ich mich auf jeden Fall melden würde, wenn ich es gelesen hätte. Das Material beinhaltete eine Ausgabe des Buchs von Oberst Corso mit dem Titel The Day After Roswell, der Tag nach Roswell, welches ich dann wirklich im Sommer 2005 lesen konnte und danach wahrlich beeindruckt war. Was ich da las, das war gewaltig. Es waren gewaltige Dinge, die ich da las, und die Amerikaner und alle Menschen auf dieser Welt haben das Recht, zu wissen, was hier vor sich geht. Nachdem ich mir den Wahrheitsgehalt der Fakten in dem Buch von einem pensionierten General der Vereinigten Staaten habe persönlich bestätigen lassen, habe ich die Einladung von Victor V. Gianni und seinem Kollegen Mike Bird angenommen, um auf einem Symposium der Universität in Toronto zu sprechen. Und ich sagte dort, UFOs sind so echt wie die Flugzeuge, die jeden Tag über unsere Köpfe fliegen. Dies brachte mir die fragwürdige Auszeichnung ein, als erstes Kabinettsmitglied einer Regierung der G8-Gruppe sich über dieses Thema so unmissverständlich zu äußern. Seitdem habe ich aus unzähligen Quellen unfassbar viel erfahren. Natürlich auch genau von diesen fantastischen Zeugen, die wir hier in den letzten 4 Tagen gehört haben. Ich bin persönlich und menschlich von diesen Personen sehr beeindruckt und vor allen Dingen natürlich von dem, was sie alles an Fakten zu erzählen haben. Da ich aber ein Politiker und kein Ufologe bin, gibt es nun mal ein paar Dinge, die ich genau in diesem Bereich speziell hinzufügen möchte.
Zu meiner Zeit war das erste Ereignis in den 1960er Jahren, als eine Flotte von UFOs in südlicher Richtung auf NATO-Gebiet zuflog, weswegen der oberste Befehlshaber des obersten Hauptquartiers der Alliierten, Abkürzung SHAPE, selbstverständlich zutiefst erschüttert war, weil er nicht wusste, um was es hier eigentlich geht. Glücklicherweise oder vielleicht mit göttlicher Fügung ist diese Flotte von UFOs, bevor der Alarmknopf gedrückt wurde, abgedreht und zurück in nördliche Richtung verschwunden. Natürlich dachte man in dem Moment zuerst, das müssen die Russen sein, und man war sehr besorgt darüber. Kurze Anmerkung von mir, dieser Fall ist wirklich absolut bestätigt von den Russen sowie von den Amerikanern. Es flogen in einem Zeitraum von 2-3 Jahren immer wieder große UFO-Geschwader, silberne UFO-förmige Scheiben, entweder von Westen nach Osten oder von Osten nach Westen. Die Russen dachten, die Amis sind, die Amis dachten, die Russen sind's. Es war ein paar Mal ganz kurz davor, dass es hier zum Weltkrieg kommt, bis dann beide Parteien wirklich auch merkten, dass es keiner von der anderen Seite ist. Und daraufhin die Amerikaner auch eine sehr, sehr ausführliche Studie einleiteten. Und ja, damit Bemerkung von mir zu Ende. Paul Hellier spricht weiter. Daraufhin wurde ein Dokument erstellt, welches zum Schluss kam, dass mindestens 4 verschiedene außerirdische Spezies die Erde seit Tausenden von Jahren besuchen, und das wahrscheinlich auch heute noch, so sehe ich das. Es gibt noch einiges, über das wir hier sprechen müssen. Eines der Dinge ist zum Beispiel, dass wir diese bislang immer als sie bezeichnet haben, bis zu dem Morgen, als Linda Moulton Howe tatsächlich 3 von diesen verschiedenen Spezies mit einem korrekten Namen benannt hat. Ich habe nur als Erinnerungshilfe mein Buch mitgebracht mit dem Titel Licht am Ende des Tunnels, weil ich in meinem Buch, glaube ich, 5 verschiedene Spezies erwähnte. Ich bin mir aber mittlerweile sicher, dass es mehr sind. Ich habe erst vor einigen Tagen ein Dokument gesehen, welches 20 verschiedene Spezies erwähnt, die uns bekannt sind. Ich denke, Sie, Herr Vorsitzender, könnten sehr stark daran interessiert sein zu wissen, woher diese Leute kommen. Als mögliche Orte nenne ich Ihnen hiermit das Zeta Reticuli, die Plejaden, Orion, Andromeda und das Altair-Sternsystem, also Sonnensystem. Wir können also ab sofort nicht mehr von denen als sie oder denen reden, denn sie haben wirklich einen Namen. Ich möchte vorweg noch eine weitere Beobachtung vorausschicken, bevor ich zu dem komme, was ich wirklich sagen möchte. Wir haben eine Menge Zeit damit verschwendet, um uns mit einem 6 Jahre alten Leichnam zu beschäftigen. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass Linda Moulton Howe uns heute sagte, dass genau zu diesem Zeitpunkt jetzt lebende Außerirdische auf der Erde sind und dass zumindest 2 davon eng mit der Regierung der Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Anmerkung von mir, alter Schwede. Anmerkung Ende. Eine dieser Spezies, von denen ich vor nicht allzu langer Zeit erfahren habe, werden die großen Weißen genannt, die Tail Whites. Aufgrund der absolut engen Connections von Paula zum Militär hatte ich die Möglichkeit, vor kurzem ein sehr langes Gespräch mit dem ehemaligen Obergefreiten der Luftwaffe Charles Hall zu führen, der mir seine absolut faszinierende Geschichte erzählte, wie er lange Zeit mit diesen beiden zusammenarbeitete. Anfänglich war er natürlich geschockt, aber je länger die Zusammenarbeit mit den beiden dauerte,
entwickelte sich ein immer größeres Vertrauen zwischen Charles Hall und den beiden, die in einer Militäranlage in Indiana Springs in Nevada untergebracht sind. Eben genau diese großen Weißen, die auf einem Luftwaffenstützpunkt untergebracht sind, haben sehr, sehr eng mit der Air Force zusammengearbeitet und ihnen auch ihre Technologie mitgeteilt. Charles Hall hat ein Buch über seine Erlebnisse geschrieben mit dem Titel Tausendjährige Gastfreundschaft. Davon gibt es 4 Ausführungen. Ich lese gerade auf seine Empfehlung Handy Nummer 2. Und es ist sehr interessant zu lesen über seine Geschichte, wie er eben zu den Leuten und mit den Leuten auskam und was er alles erlebt hat. Anmerkung von mir, sorry Leute, ich kann es mir nicht verkneifen. 4 verschiedene Ausführungen von ein und derselben Geschichte. Anmerkung Ende. Nun gut, mein Interesse liegt ganz klar in der vollen Enthüllung der ganzen Geschichte und des Themas. Allerdings bin ich auch der festen Überzeugung, dass man auf gar keinen Fall mehr als 95-98% des wirklich faktischen auch der Bevölkerung weitergeben sollte. Ich weiß da nämlich von 1-2 Dingen, die zum jetzigen Zeitpunkt auf gar keinen Fall in die Öffentlichkeit gehören. Diese werden bestimmt eines Tages auch noch bekannt gegeben, aber nicht jetzt. Genauso wie kleine Kinder irgendwann mal erfahren werden, dass es die Zahnfee und den Weihnachtsmann eigentlich gar nicht gibt, bin ich fest davon überzeugt, dass auch der Steuerzahler, der mündige Steuerzahler in der Lage sein wird, die neue und breite Realität zu verkraften, nämlich, dass wir nicht alleine im Universum leben und dass wir von den unterschiedlichsten Lebensformen umzingelt sind, beziehungsweise dass es davon nur so wimmelt im Universum. Die Tatsache, dass natürlich diese Zivilisationen viel, viel weiter entwickelt sind als wir, mag im ersten Moment vielleicht unangenehm sein. Aber die Akzeptanz dessen wäre und ist einfach ein notwendiger Schritt für unser Überleben. Fakt ist einfach eins. Unsere Welt ist momentan in einer unheiligen Unordnung. Und wir haben, wenn es hochkommt, vielleicht noch bis zum Ende dieses Jahrzehnts Zeit, dies alles in Ordnung zu bringen. In meinem Buch schreibe ich, wir haben vielleicht noch 10 Jahre Zeit, um die globale Erderwärmung zu stoppen, wenn wir nicht den Punkt erreichen wollen, wo sich die Dinge einfach nicht mehr umkehren lassen. Seitdem allerdings sind schon wieder 2 Jahre vergangen. Und ich wiederhole nochmal, wir haben nur noch Zeit bis zum Ende dieses Jahrzehnts, um diese Sache zu stoppen. Und trotz alledem sprechen unsere gewählten Führer noch nicht einmal darüber, ganz im Gegenteil. Sie scheinen mehr daran interessiert zu sein, neue Kriege zu entfachen, um das Öl zu kontrollieren und damit die schädlichen Auswirkungen dadurch noch zu verstärken. Aber selbst wenn sie diese Bedrohung ernst nehmen würden, sie hätten gar nicht die Mittel dafür, um den Wandel von Öl zu sauberer Energie zu bewerkstelligen, weil wir nämlich ein unendlich dummes Banken- und Finanzsystem in unserer Welt haben. Der Kongress der Vereinigten Staaten, und ich bedauere das jetzt sehr sagen zu müssen, ist teilweise dafür mitverantwortlich. Gerne würde ich dieses Thema ausführlicher behandeln, wenn es Sie interessiert, aber schlussendlich brauchen wir die Technologien für saubere Energie und sie existiert bereits. Sie wird nur geheim gehalten von den gleichen Interessengruppen, die unser Schicksal kontrollieren. Wer sind denn diese Interessengruppen und was haben sie mit uns vor? Nun, Senator, Sie sprechen über eine Militärjunta. Nun, das ist auch meiner Meinung nach richtig. Aber ich habe diese Definition erweitert auf die Kabale. Und die Kabale einschließlich der Mitglieder der 3 Schwestern, den Rat für Auswärtige Beziehungen, die Bilderberger und die Trilaterale Kommission. Das internationale Bankenkartell, das Ölkartell, Mitglieder verschiedener Geheimdienstorganisationen und ausgewählter Mitglieder der Militärjunta. Gemeinsam sind sie eine Schattenregierung geworden, nicht nur um die Vereinigten Staaten, sondern die ganze westliche Welt zu regieren.
Der Rat für auswärtige Beziehungen ist der älteste der drei Schwestern. Und schon im Oktober 1940, Jahre bevor Deutschland sich den Alliierten ergeben hat und damit auch Hitlers Vision eines großen Reichs hat verfliegen lassen, hat die Wirtschafts- und Finanzgruppe des Rates ein Memorandum entworfen, welches eine umfassende Strategie skizziert. Zitat: Um politische, militärische, räumliche und wirtschaftliche Ansprüche der Vereinigten Staaten durchzusetzen und ihre politische mögliche Führung nicht der deutschen Welt, einschließlich des Vereinigten Königreichs, wie auch der westlichen Hemisphäre und des fernen Ostens zu überlassen. Der Rat machte dabei keinerlei Anstrengungen, die Tatsache zu verschleiern, dass das Ziel des großen Gebietsanspruchs und der späteren Weltvorherrschaft war, die Erweiterung der US-Wirtschaft zu unterstützen und sie mit Rohmaterialien und Produkten für ihre Märkte zu versorgen. Man nannte dies nationale Interessen. Es war natürlich auch sofort klar, dass diese nationalen Interessen die Interessen einer herrschenden Elite waren, dessen Mitglieder der Rat bildete. Die wahren Interessen der breiten Masse der Amerikaner spielten bei diesen Überlegungen niemals eine Rolle. Mr. David Rockefeller war ein Mitglied in allen drei Schwestern und wird zitiert, Folgendes in einer Bilderberger Konferenz in Europa gesagt zu haben. Es wäre nämlich für unseren Plan, die Welt aufzurollen, völlig unmöglich gewesen, wenn wir in dieser Zeit der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen wären. Nun allerdings ist die Welt weitaus fortgeschrittener und besser darauf vorbereitet, in die Richtung einer Weltregierung zu marschieren, quasi einer übernationalen Herrschaft einer intellektuellen Elite. Und die Umsetzung dabei durch die Weltbanker ist sicherlich deren praktizierten Verbissenheit in den letzten Jahrhunderten zu verdanken. Natürlich hat Mr. Rockefeller dies alles abgestritten, aber es gibt einen Zeugen mit dem Namen Daniel Estulin, der als wirklich glaubwürdiger Reporter diese ganze Geschichte auch niedergeschrieben hat, der Titel »Die wahre Geschichte der Bilderberger Gruppe«, und es wäre eine gute Empfehlung für Sie, diesmal zu lesen. Auf jeden Fall haben Sie bestimmt verstanden, was der tiefere Sinn von dem war, was Mr. Rockefeller meinte. Nämlich das Ziel einer Weltregierung bestehend aus Mitgliedern der Kabalen, die von niemandem gewählt wurden und die niemandem verantwortlich sind. Aber laut Mr. Rockefeller ist dieser Plan ja schon sehr weit vorangeschritten. Ich frage Sie nun, hilft Ihnen das dabei zu verstehen, warum uns Stück für Stück unsere Bürgerrechte genommen werden? Ich sage das nur, weil Kanada auch zu diesem großen Plan dazugehört. Ein ganz großer Schritt in die falsche Richtung folgte dem Ende des Kalten Krieges. Niemand hätte glücklicher sein können als ich, als die Berliner Mauer am 9. November 1989 fiel. Es wurde damals auch viel über eine Friedensdividende gesprochen, denn die Aussichten waren blendend. Blendend in ihrem Umfang und in ihrer Vielfalt. Eine kleine Gruppe von Fanatikern hat uns um unsere große Chance gebracht, nach Frieden zu streben und nicht nach Krieg. Und wir haben im Traum nicht damit gerechnet, dass diese Gruppe eine komplett andere Vision von einer neuen Weltordnung hatte. Ihr Plan,
der ja mittlerweile wirklich bekannt ist als Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert, schließt Folgendes ein: Vorbeugende Kriege in klarer Verletzung von internationalem Recht, Regimewechsel, wo immer und wann immer es die Vereinigten Staaten wünschen. Und wenn sie damit ohne übermäßige eigene Opferzahlen durchkommen, würden sie eine Art wirtschaftliche und kulturelle Vorherrschaft schaffen, mit dem Ziel, Amerika als globale Polizei auftreten zu lassen. Das waren ihre eigenen Worte. Natürlich sollte dies auch ohne die Genehmigung der Vereinten Nationen durchgesetzt werden und auch ohne die Einschränkung durch existierende internationale Verträge. Die Quintessenz wäre eine militärische Aufrüstung, die beispiellos in der Friedensgeschichte wäre und würde einen Rüstungswettlauf auslösen, welches genau das Gegenteil zu der Friedensdividende wäre, worauf sich die Welt eigentlich gefreut hatte. Zu diesem machiavellistischen Entwurf gehört eine Geheimpolizei, die die Beschneidung der Bürgerrechte unter Missachtung der US-Verfassung sowie eine Wirtschaft, die weit unter ihren Möglichkeiten betrieben würden. Nämlich genau die Eigenschaften, wofür die Sowjetunion immer verachtet wurde. Als dieses Dokument damals der New York Times zugespielt wurde, löste es solch eine Diskussion aus, dass es überarbeitet wurde. Es wurde zwar nicht viel geändert, nur Oberflächlichkeiten, gerade nur so viel, um politisch wirklich akzeptabel zu sein. Danach sagte das Dokument Folgendes aus: Es mochte leicht gewesen sein, Präsident Bush davon zu überzeugen, seine festgelegte Strategie aufzugeben, die Vereinigten Staaten nicht weiter in internationale Angelegenheiten zu verwickeln. Aber die amerikanischen Menschen zu überzeugen, würde viel, viel schwieriger werden. Die Intellektuellen würden einer solch großen Strategiewechsel absolut in Frage stellen. Diese Autoren, die an Amerikas Verteidigung, Strategien und Ressourcen für ein neues Jahrzehnt herumbastelten, erkannten die Schwierigkeiten von Anfang an, weil ihr Dokument den folgenden Satz beinhaltete: Ferner wird der Prozess des Wandels, auch wenn er revolutionäre Veränderungen mit sich bringt, wahrscheinlich lange dauern, ohne ein katastrophales und damit beschleunigendes Ereignis wie ein neues Pearl Harbor. Es hat, weiß Gott, nicht allzu lange gedauert, bis dieses katastrophale und beschleunigte Ereignis kam. Denn wie die ganze Welt auch weiß, am 9/11 haben Terroristen das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington angegriffen. Übrigens haben die Verfasser den Satz über Pearl Harbor in dem Dokument, das man im Internet ja überall finden kann, danach herausgenommen. Damals trauerte die ganze Welt. Kanada hat getrauert, eine überwältigende Mehrheit von Muslimen hat die Angriffe verurteilt. Mein Mitgefühl für die Familien der Verletzten und Toten war und ist echt und ungebrochen bis heute. Mein persönliches Mitgefühl für die Regierung der Vereinigten Staaten begann in dem Moment zu schwinden, nachdem ich Präsident Bush die Gründe für den Angriff aufzählen hörte. Ich zitiere: Warum hassen Sie uns? Fragte er rhetorisch an den Kongress gewandt. Weiterhin sagte er: Sie hassen das, was Sie genau in diesem Saal sehen, nämlich eine demokratisch gewählte Regierung. Deren Führer sind selbsternannt. Sie hassen unsere Freiheit, unsere Religionsfreiheit, unsere Redefreiheit, unsere Wahlfreiheit, die Freiheit, sich auseinandersetzen zu können und unterschiedlicher Meinung sein zu können. Als ich damals die Worte von Bush hörte, fühlte ich mich sehr traurig. Ich glaubte, dass er wohl selbst glaube, was er da gerade sagte. Aber wenn das wirklich stimmen sollte, dann war er vollkommen ignorant gegenüber den wahren Gedanken und Gefühlen von Menschen in den anderen Teilen der Welt.
Wenn er die Wahrheit hätte hören wollen, dann hätte er Osama bin Laden zuhören sollen, der sehr gut über die Wurzeln von fanatischem Hass in den Vereinigten Staaten Bescheid wusste, die zu solch einem Verrat geführt hatten. Die folgenden Worte sind die Version der Ereignisse aus der Sicht von Osama bin Laden. Jeder Muslim muss sich erheben, um seine Religion zu verteidigen. Der Wind des Glaubens weht und der Wind der Veränderung weht, um das Böse von Mohammeds Halbinsel zu entfernen. Friede sei mit ihm. Zu Amerika sage ich, ich schwöre zu Gott, dass Amerika nicht eher in Frieden leben wird, bis Frieden in Palästina herrscht und bevor nicht alle Armeen der Ungläubigen das Land von Mohammed verlassen haben. Friede sei mit ihm. Anmerkung, Mr. Cook unterbricht Paul Hellier, um ihm zu sagen, dass er nur noch 2 Minuten Redezeit hat. Anmerkung Ende. Um es kurz zu machen, Amerikas Außenpolitik war die Wurzel des Konflikts. Hier sind wir nun, mehr als ein Jahrzehnt später, einen weiteren Krieg kämpfend, der nicht gewonnen werden kann. Kein Land kann so mächtig sein, um seine Bürger vor fanatischem Hass zu schützen, wie wir ihn vor den Ereignissen um den Boston Marathon kennengelernt haben. Der bloße Versuch, das Unmögliche weiterzuführen, bringt Nachbarn gegeneinander auf und die Machtstrukturen des Staates wenden sich gegen alle. All die Freiheiten, die von Millionen von Männern und Frauen gewonnen wurden, die gekämpft und gestorben sind im Zweiten Weltkrieg, fließen nun unfeierlich den Bach herunter. Die einzige Hoffnung auf Frieden ist, ein Abkommen zu verhandeln, aber dies bedarf natürlich eines Paradigmenwechsels in der Haltung von Amerika. Dies würde de facto eine Abkehr vom Plan für eine neue amerikanische Macht beinhalten, sowie die Verpflichtung zur Kooperation mit der gesamten Menschheit, um die Welt neu zu erschaffen, zu der wir wirklich kollektiv auch fähig wären. Kurz gesagt, wir müssten spirituelle Wesen werden und den einen Grundsatz praktizieren, den alle großen Weltreligionen gemeinsam haben, nämlich die eine goldene Regel. Diese stammt von dem verstorbenen Dr. John Mack, einem amerikanischen weltlichen jüdischen Psychiater, der ein führender Experte auf dem Gebiet von Entführten wurde oder Erlebten, wie er sie nannte. Er kam zu dem Schluss in seinem aufsehenerregenden Buch Reisepass ins Universum, auch wenn die Außerirdischen selbst keine Götter sind, ihr Verhalten ist manchmal gottähnlich. Entführte berichteten immer wieder davon, dass diese Wesen näher an einer Gottheit zu sein scheinen, als wir es und die als Botschafter, Schutzengel oder Vermittler zwischen uns und der göttlichen Welt agieren, überhaupt zu ahnen wissen. Ja, Freunde, ich habe es euch ja eingangs gesagt, das war starker Tobak, war für mich auch nicht ganz einfach, das zu übersetzen und auch zu synchronisieren. Ich habe es euch gesagt, für den Inhalt bin ich nicht verantwortlich, das Gesagte ist korrekt übersetzt. Ja, freut euch auf meinen nächsten Clip bei YouTube. Der Kanal heißt Die UFO-Wahrheit, zusammengeschrieben. In dem Fall bin ich natürlich immer selbst verantwortlich für mein Drehbuch in diesen Clips und stehe auch dazu. Ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit, eine gute Zukunft. Ich glaube an die Jungs da draußen. Ihr kennt meine These. Wir Menschen
bewegen uns wissenschaftlich und entwicklungstechnisch im Erdgeschoss eines 50-stöckigen Hochhauses. Und die anderen Jungs, die wohnen halt im Penthouse. Und dazwischen liegen 50 Stockwerke. Die sind bei ihnen einfach hinterher. Und die werden wir auch nicht in den nächsten 5 Jahre aufholen, das wissen wir alle. Aber wir kommen ran. Und ich freue mich drauf. Ich werde es vielleicht nicht mehr erleben, ja auch nicht. Aber anyway, Hauptsache wir wissen irgendwann mal und haben die Gewissheit, dass es wirklich so ist, wie es ist. Bis dann. Tschüss. Euer EF.